bevor das Video beginnt, wollte ich sagen, dass ihr jetzt auf YouTube Mitglieder werden könnt. Klingt das spektakulär, wenn ich es so sage? Wenn ihr auf meinem Kanal seid, könnt ihr jetzt auf Mitglied werden drücken und dann seht ihr hier geile Ärsche. Es gibt den Silver S für 1,99, den Gold S für 4,99 und S-King für 9,99 im Monat. Ihr bekommt einige Vorteile, lest euch auf jeden Fall die Sachen durch. Das, was ihr hier sehen werdet, werdet ihr neben euren Namen haben auf meinem YouTube-Channel. Stellt euch mal vor, ihr habt neben euren Namen einen goldenen S. Das wünscht sich wirklich jeder. Catch was, wo bist du euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für meine DC Video mit Call of Duty Vanguard. Wir werden heute in diesem Video eine Waffe spielen und zwar gehen wir auf Ausrüstungen. Dann gehen wir immer weiter runter und dann gehen wir auf Nikita? Fragezeichen? Nein, Chiquita. Was ist das? Nicht lustig? Nikita AVT und ich habe sie nicht mal einmal gezockt. Ich habe sie zwar Level 3, ich glaube, ich habe sie aufgehört. Also rein theoretisch habe ich sie schon gezockt, aber wir werden sie heute richtig benutzen. Der einzige Aussatz ist, dass wir eine G28-Kompensator draufpacken können. Ja, ich glaube, Leute, die Waffe ist auf jeden Fall ziemlich geil. Wieso habe ich als Secondary ein Messer? FS-Kampfmesser? Okay, why not, why not? Ich bin echt gespannt, wie die Waffe sein wird. MyM24-7. Let's go. Alright, Leute, wir sind reingejoint. Okay. Ich wollte gerade eben sagen, ich bin nicht aufgewärmt. Also, mein Aim ist kacke. Das ist mein allererste Runde des Tages. Aber die Waffe ist gut. Alright, Alter, okay. Ich habe kurz vergessen, wie man... redet. Wie funktioniert eigentlich dieses Deutsch? Ja, die Waffe fühlt sich auf jeden Fall nice an. Die hat kaum Rückstoß und denkt dran, Leute, die Waffe hat nur einen Aufsatz, alright? Einen Aufsatz. Und zwar den Mündungskompensator. G28, glaube ich, heißt der. Ihr müsst wissen, ich bin nicht so der Sturmgewehr-Guy. Also ich bin eher so der MP-Guy, weil es halt einfach ein bisschen mobiler ist. Und man ist aber damit viel schneller. Aber die fühlt sich tatsächlich an wie eine kleine... Dreckswaffe. Ihr seht unten rechts, Leute, wir haben Hunde dabei. Das heißt, wir möchten gerne diese Hunde auch erreichen. Ja, geiler Spawn, Vanguard. Es gibt halt zwei Faktoren, wie ich es nicht schaffen werde, höchstwahrscheinlich die Hunde zu erreichen. Erster Faktor. Die Waffe hat keine Aufsätze. Das ist der erste Faktor. Und der zweite ist... dass ich tatsächlich nicht aufgewärmt bin, Leute. Das ist die erste Runde des Tages. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich nicht aufgewärmt bin. Man merkt, dass ich nicht aufgewärmt bin. Okay, Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Das ist eine Aufwärmrunde, okay? Das, was wir gerade spielen, ist eine Aufwärmrunde. Das ist nur eine Aufwärmrunde und die echte Runde beginnt gleich. Pre-Aim. Okay, Comeback. Ich krieg ein Comeback. Nice, nice. Das bedeutet, dass man richtig kacke war davor. Okay, pass auf, wir müssen wieder zählen, Leute. Zwei Kill. Die pushen mich alle von hier. Komm. Also dafür, dass die Waffe keine Aufsätze hat, okay, ist sie schon stark und präzise, muss man schon sagen. Also diese Nikita-Chiquita-Waffe ist schon ziemlich nice. Ich sag's euch so, wie es ist, Leute. In der Runde schaffen wir keine Hunde, keine geilen Streaks, nichts. Aber dafür in der nächsten Runde. Denn in der nächsten Runde werden wir frisch... Ich hatte keine Munition mehr. Let's go, Alter. 297, 34 Kills gemacht. Woo! Aber ey, Spaß beiseite, die Waffe ist cool. Okay, schauen wir jetzt mal hier in den Ausrüstung. Ich liebe den Namen Nikita Chiquita, ey. Ich bin so smart. Wir haben Schaf freigeschaltet. Nice. Unterlauf. Na. Leck. Nice. Vollmantelgeschoss. Nice. Griff. Okay. Anfängliche Präzision und Rückstoß. Das heißt, die ersten 10 Sekunden des Spiels habe ich besseres Aim. What? Wisst ihr was, Leute? Ein bisschen Abwechslung. Wir spielen auf Ship das Haus 24-7. Alright, Leute. Shipment. Und wir zocken mit der Nikita Chiquita-Banane. Deiner ist Mac Chicken Classic und Manakoi hat den Clantec. Let's go. Wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, die Streaks zu erreichen. Und zwar die Hunde. Let's go. Erst der Gil. Komm. Oh, ne. Die spielen mit Gasgranaten. Digga, ich sehe einfach... Die benutzen alle Gasgranaten und Molotov-Cocktail. What the fuck, was ist bei denen falsch? Komm hier, Gasgranate, ballert rein. Let's go. Die spawnen jetzt von da. McChicken Classic geholt. Wichtig und richtig. McChicken Classic lebt doch. McChicken Classic lebt doch. McChicken Classic hat mich geholt. Und verdammt, habe ich jetzt Bock auf McChicken Classic. Okay, Konterdrohne raus. Okay. Digga, spiele ich gerade irgendwie gegen Face oder was geht jetzt ab? Wir müssen hier auf der Map schnell spielen. Alright. Schnipp. Die spawnen auf meine Eier. Wir müssen in dem Modus hier schnell spielen, damit wir unsere Streaks erreichen, aber ein bisschen auch passiv. Digga, wie willst du...
Die spielen mit Gasgranaten, Molotov-Cocktail, Blendgranaten. Seid ihr eigentlich behindert? Digga, bist du dumm? Digga, Dr. Luch ist der beste Spieler der Welt. Zeig her. Wie hast du mich gesniped? Zeig her. Let's go. Oh, nee, Shotgun. Never mind, du bist ein Hurensohn. Ja, 20 Kills gemacht, 15 Tode. Ist eine KD von... 20 durch 15 sind 1, 15 minus 50 durch 15 sind... Wie oft geht die 15 in die 50? Die geht 2, 3, 4, 2 mal. Das ist eine 1,2 KD. Alexa, 20 durch 15. 20 geteilt durch 15 ist ungefähr 1,3333. Also eine KD von ungefähr 1,3333. Achso, by the way, es gibt ja hier im Battle West noch eine Gratiswaffe. Und zwar ist es die M1916. Falls ihr Bock habt, dass ich mal die M1916 probiere, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Denn diese Waffe sieht ein bisschen aus wie eine M1 Garand. Ist es so noch dieses französische Flashback, so wisst ihr vom letzten Video. Weil ich bin noch ein bisschen Franzose. Spawn hier. Go, noch einer. Ich hatte nur 5 Schüsse. Da ist einfach CH. Okay. Kurz sterben. Pre-Aim rein. 2 Kills haben wir schon mal. Wichtig und richtig. 2 Kills. 3. Okay. Komm, nehmen wir die C-Flagge. Jetzt spielen wir einmal in Modi richtig. So, C wird eingenommen. Nice. Ich mache was für mein Team. Ich bin useful. Niedriges Lauf freigeschaltet. Wer braucht Atomic? Wer braucht Gold oder Diamantan, wenn man niedriges Lauf freigeschaltet hat? Das waren so viele. Die müssten eigentlich noch hier spawnen, oder? Spawnen die noch hier? Ja, die haben da überlebt. Ey, Team, wollt ihr die auch mal holen oder sowas? Also, kriegt ihr das vielleicht noch hingeschissen? Nice, let's go. Ich hab's gemacht, Team. Bedankt euch, Team. Bedankt dich bei mir. Ja, du... Achso, ich nehm's zurück, Leute. Ich glaube, ein Rotpunktvisier auf dieser Waffe ist ganz nice. Ich glaube, Rotpunktvisier echt besser. Let's go. Dieses Iron Sight ist halt viel zu fett auf dieser Waffe. Deswegen werde ich es gleich auf jeden Fall fixen, wollte ich sagen. Ich hab schlecht abgebrochen. Ausrüstungen, Arbeiten, Waffenschmied, Visier, schiefer Reflektor. Oh mein Gott, mit dem Rotpunktvisier treffe ich ja gar nichts. Digga, das behinderte Rumschreien klappt. Das waren 5 Hitmarker. Let's go. Okay. Okay, Leute, falls ihr die neuen Nikita Chiquita Waffe ausprobieren wollt, benutzt sie auf jeden Fall. Let's go. Alter, die Waffe ist gut. Und volle Munition, ich brenne. Wer mir jetzt dieses Szenario erklären kann, wie ich in diesem Szenario gestorben bin, bekommt von mir einen 50 € Amazon-Gutschein, okay? Let's go. Und Junge, wie wenig... Die hat 30 Schüsse, die Waffe. What the fuck? Digga, McChicken Classic ist einfach in meinem Team jetzt. Ey, Bro, ich bin der von vorhin. Bro, du hast mich immer 1000 Mal umgebracht. Okay, ciao. Wenn ich diese Waffe max habe, werde ich noch ein Video darüber machen. Und ich glaube, dann wird sie richtig scheppern. Scheppern, Junge. Scheppern. Lustiges Wort. Okay. Pre-Aim und Pre-Fire. Leute, wisst ihr, ich sag dir so, wie es ist. Pre-Fire ist das Wichtigste, was ihr machen könnt. Seht ihr? Den habe ich nur geholt wegen... Kennt ihr diese Momente, wo man sich manchmal fragt, wie hat man gerade geaimt? So, was ist gerade passiert? Wie ist es zustande gekommen, dass du so dumm geaimt hast? Wie? Kennt ihr das? Seht ihr? Pre-Aim ist wirklich das einzig Wahre. Okay, Leute, genießen wir noch die letzten paar Sekunden, die wir noch mit dieser Waffe haben. Machen wir noch einen saftigen Kill. Zwei? Vielleicht zwei? Okay, vielleicht drei. Komm, alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind... es ist alles unscharf geworden. Ey, komm, alle guten Dinge sind zwei. Wer kennt's nicht? Auf jeden Fall, Leute, ich muss sagen, das ist das Video. Lasst gerne liken, aber das schaut gerne auf Twitch, aber es ist nämlich jeden Montag und Sonntag 16 bis 18 Uhr. Und zusammenfassend kann ich sagen, dass diese Waffe nice ist, ohne Aufsatz sogar. Ne? Also vielleicht mit Aufsätzen ist noch ein bisschen fantastischer. Wir sehen uns mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.